Willkommen zurück zu einem neuen Alt-V C-Sharp Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr das Alt-V Tutorial Template installieren könnt. Beachtet bitte, dass es kein spielbarer Game Mode ist, sondern da ich dort die Ressourcenskripte, die wir in den Tutorials erstellen oder verwenden, hinterlege. Das soll lediglich ein Nachschlagewerk oder eine Grundbasis sein, worauf ihr weiter aufbauen könnt. Bitte beachtet auch, dass dort Fehler auftreten können, dass nicht alles zu 100% funktioniert. Ich helfe euch aber gerne, wenn ihr Probleme oder Fragen habt, bei mir auf dem Discord. Den Link und alle weiteren findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zum Thema Alt-V verpassen wollt, könnt ihr auch gerne jetzt schon ein Like und ein Abo dalassen. Da zum jetzigen Zeitpunkt das Character Creator Tutorial noch nicht zu 100% fertiggestellt wurde, was ich aber natürlich in Zukunft noch machen werde, und die anderen Tutorials, die dazu passend sind, könnt ihr hier den User Test-User und das Passwort 1234567 verwenden. Dann habt ihr einen User, womit ihr euch einloggen könnt und habt direkt schon automatisch Adminrechte. Andernfalls könnt ihr hier unten einen neuen Account erstellen. Ihr könnt auf Login klicken, seid eingeloggt und habt die verschiedenen Sachen, die wir im Tutorial auch gemacht haben, und könnt auch alle Admin-Befehle verwenden, wie zum Beispiel /k Infernus, um euch einen Infernus zu spawnen. Gut, ich zeige euch jetzt auf dem Desktop, wie ihr das Ganze installieren könnt, und wir sehen uns dann dort wieder. Dafür brauchen wir ein paar Tools. Die gehe ich auch alle in der Tutorial-Reihe von Alt-V durch. Da könnt ihr ja mal durchseppen und schauen, wie und wo ihr das installieren könnt. Die meisten Tools sind selbsterklärend, einfach installieren und starten. Das wäre einmal Visual Studio Code, Visual Studio 2022 in der Community Edition, Xamp, einfach die neueste Version installieren, Alt-V Client natürlich und den Server. Da gehe ich mal hier bei Server, ganz da unten, wenn ihr oben auf Downloads klickt bei Alt-V, dann ganz da unten Server, dann nehme ich dann die Windows-Version, Zweig nehme ich Release, Server-Typ nehme ich Game Server und klicke an JS-Module, C-Sharp-Module, JS-Bytecode-Module und die Datendateien, die anderen brauchen wir nicht. Ihr könnt natürlich auch noch die Beispiel-Server-Konfiguration runterladen und dann klicke ich auf Server runterladen und warte, bis hier runtergeladen worden. Dann brauchen wir das Tutorial Template, das findet ihr auf GitHub. Alle Links stehen natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr auch gerne, wenn euch das gefällt, einen Stern da lassen. Das würde mich sehr freuen. Da klickt ihr einfach auf Code, Download Zip. Und dann laden wir uns das Ganze einfach einmal herunter. Und dann zu guter Letzt findet ihr noch bei mir im Pastebin eine Beispiel-Server-Config-Toml-Datei, die wir auch gleich verwenden werden. So, ich warte, bis alles heruntergeladen wurde und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei mir wurde alles heruntergeladen. Ich gehe dazu, ihr könnt das auf euren Server joinen, das bei euch auf dem PC machen, wie ihr es machen wollt. Ich gehe jetzt hier in meinen Tutorials-Ordner, erstelle hier einen neuen Ordner, sage Neu-Ordner Alt-V, Test-Server nenne ich das einfach ganz normal und kopiere mir hier das heruntergeladene von Alt-V rein. Das heißt, ich gehe jetzt hier zu meinen Downloads, Alt-V-Server, öffne das mit WinRAR oder einem anderen Extrahierungstool und kopiere einfach die Daten aus der ZIP-Datei in den eben erstellten Ordner. So, anschließend können wir dann direkt einmal die Server-Tommel aus meinem Pastebin nehmen. Wir kopieren uns die, STRG C, und gehen in den Ordner und ändern die Tommel-Datei, die wir hier finden, die Server.tommel mit VS Code. Kopieren einfach alles hier rein. Und müssen das vielleicht noch ein bisschen einrücken. Dann könnt ihr hier bei Belieben die ganzen Daten ändern, die ihr ändern wollt. Was ihr nicht ändern solltet, sind diese beiden Sachen, Modules und Resources. Ihr könnt einen anderen Namen hier festlegen, andere Port, Players, sagen wir wollen nur 5 Players, Passwort und so weiter. Wenn ihr das gemacht habt, STRG S zum Speichern. Als nächstes nehmen wir dann die heruntergeladenen Dateien aus dem GitHub Repo. Muss ich kurz schauen, wo ich das hingeladen habe. Bei mir im Downloads-Ordner vom GitHub die Datei und kopiere dann hier alles, was wir hier haben, einfach in unseren Root-Ordner hier rein. Erstmal. Es dauert einen kleinen Moment, da ist nämlich relativ viel drin. Die View-Dateien sind relativ viel und anschließend werden wir dann einmal die Ressourcen uns anschauen. Wenn es fertig ist, sieht das so aus. Die README könnt ihr löschen. Und dann haben wir hier noch das Vue.js Template, Char Creator. Wenn ihr das braucht, könnt ihr das anschauen. Ansonsten könnt ihr es ebenfalls löschen. Das ist nämlich schon im Code drinnen. So, die
Config haben wir eben eingestellt. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Datenbank einrichten. Und dazu starten wir XAMPP. Und starten hier Apache MySQL und klicken beim MySQL einmal auf Admin. Dann öffnet sich hier PHP MyAdmin. Und wir gehen hier oben auf Benutzerkonten. Dann Benutzerkonto hinzufügen. Dann könnt ihr dem hier einen Namen geben. Ich sage jetzt hier einfach AltV. Dann könnt ihr euch einen Host aussuchen. Ich mache Localhost. Passwort sage ich auch AltV. Und ich sage hier unten, erstelle eine Datenbank mit gleichen Namen und gewähre alle Rechte. Okay. Passwörter sind nicht identisch. AltV. AltV. Und dann habt ihr hier die Tabelle AltV. Und könnt dann das SQL importieren. Also gehen wir in den Ordner. Ich öffne das AltV SQL mit VS Code. Kopiere mir hier alles raus. Sage hier oben dann bei AltV SQL Steuerung V. OK. Dann haben wir hier die ganzen Tabellen. Und haben auch so den Standard-Account mit Test-User, Passwort 1234567, das was ich eben gesagt habe, mit dem wir uns einloggen können. Denn jetzt können wir einmal im Resources-Ordner, AltV-Tutorial, hier sind ja die ganzen DLL-Dateien und so, die wir haben, unter AltV-Tutorial, hier haben wir dann unsere AltV-Tutorial-SLN, die können wir mit Visual Studio 2022 einmal öffnen. Ich sage dann nämlich hier, Projekt oder Projektmappe öffnen, kopiere mir den Link hier oben, pack den hier oben rein, sage dann bei der altvtutorial.sln öffnen und dann wird VS Code gestartet, Visual Studio wird gestartet mit dem Projekt. Das Ganze sieht dann so aus, wenn es ein Update gab, steht das hier und beim Projektmappen Explorer rechts habt ihr den Zugriff auf eure ganzen Dateien. Hier gehen wir einmal in die Datenbank.cs und tragen in dem Konstruktor von Datenbank unsere eben erstellten Datenbank-Zugangsdaten ein. Bei mir heißt alles AltV und es ist Localhost. Deswegen bei euch bitte eure Daten eintragen. Wenn ihr noch einen Doppelklick auf eurem Projekt macht, kommt ihr zu den Einstellungen hier. Und wenn ihr einen Rechtsklick auf euer Projekt macht mit Eigenschaften, könnt ihr die Eigenschaften ändern. Wir sind aktuell auf .NET 6.0 in der Tutorial-Reihe. Wenn wir hier auf Bild klicken links, dann könnt ihr noch die ganzen Bildeinstellungen machen. Zum Beispiel bei Ausgabe, Basispfad für Ausgabe, wählt ihr dann bitte euren Pfad aus. Einfach auf Durchsuchen klicken. Dann geht ihr zu eurem Tutorials-Ordner oder zu eurem Ordner. Haben wir dann hier AltV Test Server und wählt einfach den Ressourcen-Ordner von euch aus. Also Resources, dann AltV Tutorial, okay. Damit das Ganze darüber gestartet werden kann. Da dachte ich, Steuerung S, Rechtsklick auf euer Projekt, neu erstellen, alle neu erstellen erfolgreich. Dann könnt ihr hier noch das öffnen, könnt ihr aber auch erstmal so lassen. Dann gehen wir nämlich zurück in unseren Ordner hier und dann schauen wir mal, ob die DLL-Datei erstellt wurde. Genau, wunderbar. Und dann könnten wir, also hier seht ihr die Datei, ne? Alt Tutorial. Dann gehen wir nochmal zurück nach Visual Studio. Gehen wieder hier in die Eigenschaften von unserem Projekt. Unter Debugging allgemein. Öffnen der Benutzeroberfläche von Debug-Profilen. Könnt ihr hier ein neues Projekt hinzufügen oder das vorhandene aktualisieren. Da wählt ihr wieder euer Arbeitsverzeichnis aus. Haben wir dann wieder hier Alt V Test Server. Da könnt ihr sogar auf den AltV-Test-Server einfach navigieren. Und hier oben bei ausführbarer Datei wählt ihr dann euren AltV-Server aus. Das dann wieder in der AltV-Test-Server, altv-server.exe. Das Ganze auch wieder speichern, Steuerung S. Wie gesagt, beim Bild hier den richtigen Pfad auswählen. Das ist ganz wichtig. Und das natürlich auch zu speichern vorher. Ich muss kurz was gucken, AltV-Test-Server. Resources AltV Tutorial, zack. Und dann könnt ihr nämlich auch über diesen grünen Button hier oben direkt die Server-Exe starten. Ihr seht dann hier Starting, NemSys.de Tutorial Template, zulassen, wenn die Firewall was anmeckert. Dann werden die Dependencies gecheckt. Dann wir weiter erstmal hier. Starten den Server hier nochmal neu.
dann sehe ich, dass wir anscheinend nicht die neuesten Nougat-Pakete haben. Deswegen werden wir einmal einen Rechtsklick unser Projekt machen, Nougat-Pakete verwalten und durchsuchen Alt-V. Dann haben wir hier altv.net. Da installieren wir die aktuellste, stabilste Version. Aktualisieren. Übernehmen. Das gleiche machen wir bei Alt-Net Shared. Alt-Net Async. Haben wir sonst noch was installiert? Zack, zack. Kann nicht aktuell nicht angezeigt werden. Interessant. Und die Alt.Net Resources API aktualisieren. Und wir sehen, das wurde gestartet, das Projekt. Tutorial Gamer von Nemesis TV wurde erfolgreich geladen. MySQL-Verbindung wurde aufgebaut. Die Wetter-API wurde auch aufgerufen. Jetzt können wir einmal Alt-V starten, auf den Server joinen. Und dann könnt ihr eigentlich schon das Tutorial-Projekt benutzen. Ihr müsst nicht viel machen. Wenn ihr dann noch den Vue.js-Code haben wollt, dann könnt ihr noch in dem Directory vom Vue.js-Code gehen und sagen npm run serve. Aber das zeige ich euch auch in dem Vue-Tutorial für Alt-V hier, also für den Character Creator und für die anderen Vue-basierten UIs. Wir warten dann mal kurz, bis GTA gestartet wurde und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, hier können wir dann auf unseren Server connecten. Dann geht er einfach auf Direktverbindung, Localhost, Doppelpunkt euren Port, Standard ist 7788, verbinden. Die Ressourcen werden heruntergeladen, wenn ihr welche drauf habt. Und dann bauen wir die Verbindung auf zum Testserver. Also nicht wundern, wenn ihr local seid, lädt ihr natürlich viel, viel schneller die Dateien runter, weil es bei euch auf dem gleichen System ist, wie als wenn ihr das von einem Root-Server oder V-Server runterladen würdet. So, jetzt sind wir schon in unser Login-Menü. Hier können wir dann eingeben Test-User, Passwort 123456 Login und wir sind drin. Damit wäre ich am Ende vom Tutorial. Ich hoffe, euch konnte euch soweit weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal.